Nachdem die Sonne aufgegangen ist und wir das Hotelareal besichtigt haben, setzen wir unsere Reise auf Zypern fort. Unser Ziel ist der nordöstliche Punkt der Karpashalbinsel auf Zypern. Den ersten Halt legen wir in Rizzokarpasso ein, wo das Atatürk-Denkmal, die orthodoxe Kirche und die Moschee besucht werden können. Schwerpunkt unserer Besichtigung ist das Kloster Apostolos Andreas im Ort Rizzokarpasso. Das Kloster ist eines der wichtigsten Wallfahrtsorte der zypriotisch-orthodoxen Kirche und genießt als das Lourdes von Zypern international Bekanntheit. Einer geläufigen zyprischen Legende nach schlug ein Andreas mit seinem Stock an dieser Stelle auf einen Felsen. Eine Quelle tat sich auf und Schiffbrüchige konnten mit Trinkwasser ihren Durst löschen. Das Wasser besaß heilende Kräfte. Als der Kapitän des Schiffes sein blindes Auge damit befeuchtete, erlangte er wieder sein Augenlicht. Die frühere katholische Kapelle aus dem 15. Jahrhundert, die später im 16. Jahrhundert in eine orthodoxe Kirche umgewandelt wurde, suchen wir jetzt auf. Wir und die Esel, die außerhalb der Anlage gute Weggefährten für uns waren, gehen jetzt getrennte Wege. Es geht dann weiter zum Golden Beach, dem wohl schönsten Strand Zyperns. Doch das Wetter spielt uns nicht in die Karten. Wir brechen bald auf. Dem Miniatur-Freiluftpark Minia Kybris statten wir einen Besuch ab. Dort werden Miniaturmodelle von insgesamt 15 historischen Gebäuden aus der osmanischen, byzantinischen und römischen Zeit im türkischen Zypern ausgestellt. Den Tag schließen wir mit dem Besuch der beeindruckenden Kirche Agios Avxentios in Bikonok ab.